Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part Final Fantasy Rebirth. Also, Final Fantasy Rebirth. Wir sind erstmal in der Koppelregion soweit durch und wollen uns jetzt auf den Weg der Hauptstory widmen. Mal kurz mal gucken. Gerade durch. Also gehen wir hier. So. Richtig. Genau. Und im neuen Gebiet gibt es dann auch ein bisschen mehr Pflanzen, Dschungel und so weiter. Und natürlich auch wieder Hauptstory. Yay. Wir freuen uns. Gaga ist unser nächstes Ziel. Dafür müssen wir hier einmal durch das Gelumpe. Hey, da vorne! Ist das der Dschungel? Genau! Nur noch ein Stückchen, Yuffie, dann ist es geschafft! Ja, Yuffie ist wieder am Übergebseln. Bäh. Bis die erste das Fahrzeug verlässt. Ich glaub, ich muss. Ja, weil du wirst es. Hier laufen wir. Aber zum Glück ist es nicht mehr so weit. Ach so, am Reaktor liegt übrigens ein kleines Dorf. Wie wär's? Kleines Päuschen gefällig? Ich meine, der Reaktor läuft schließlich nicht weg. Klingt gut. Cloud, was ist? Dieser Wald. Als würde ich ihn kennen. Espa Kuyata. Verfügbar. Also, was ist denn gut? Theater war, glaube ich, dieser Stier. So, mal gucken. Wir haben 20 Punkte bei ihm. Mogri-Klatscher. Erfordert, was habt ihr für 5? Erforderlich WP 15. Er ist größter, vergrößert den Mogri und feuert ihn auf den Gegner. Partner Eris. Okay, was haben wir sonst noch? Das elementare Abwehr, TP-Boost, MP-Boost, donnernde Welle, zeitlich begrenzt ATB-Balken mit FIFA. Was haben wir hier oben? ATB-Boost bei Kampfbeginn. Ja, kannst du mal den daneben anzeigen? Danke. Letzter Strohhalm. Wart einmal vor Kampfunfähigkeit. Blocken plus. Mogri Frühstart. Also ich glaube, dann mache ich das erstmal. Ich block zwar nie, aber ich will ja hier Mogri Frühstart. Setzt die mit ausgeführten Mogri-Fähigkeiten beim ersten Rufen des Mogris auf Stufe 2. Ermöglicht Attacke, Abwehr oder Austoben. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. So, warte, wir hatten irgendwo noch 10. Hier haben wir 15, Cloud. Was haben wir hier zur Auswahl? Stramme Haltung, erhöht die physische Abwehr in der Offensivhaltung um 10%. Blocken, und was war hier? Donnerwetter. Mit Yuffie. Okay, was haben wir sonst noch? MP Hast, TP Boost, warte mal, MP Hast.
Beschleunigt die MP-Generation im Kämpfen geringfügig. Ich nehme mal stramme Haltung. Weil physische Abwehr ist nie verkehrt. Und ja, allzu viel Auswahl haben wir hier gerade eh nicht. MP Hast und Donnerwetter würde ich tatsächlich dann auch demnächst, wenn wir dann soweit sind, nehmen. So, was hat denn der Automat für Sonderangebote? Also die Anvisierung der Automaten finde ich ein bisschen kacke. So, 600 Gil, Megatrinke, alles klar. Sehr schön. Übrigens, es ist Part 8, der immer noch nicht gesehen wurde. Nicht ein einziges Mal. Falls ihr also noch nicht reingeschaut habt, in die Playlist auf YouTube, dann tut das gerne. Freue mich. Weil mindestens einmal sollte man alle Videos gesehen haben. So, was ist das? Pilz. Da ist eine Hängebrücke. Da muss ich, glaube ich, sogar lang. In die Richtung würde ich hier auch kommen. Ach, endlich wieder grün! Ich liebe Pflanzen. Hier, was ist das? Flasche? Moment. Schauen wir uns um. Oh, herrlich, so ein Fluss, da würde ich auch gerne mal angehen. Ist da hin? Ist nicht wahr, jetzt bin ich doch wieder in die Richtung. Na gut. Gehen wir hier drüben weiter. Eigentlich wollte ich mich ja umschauen, nicht direkt. Aber wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom? Früher oder später? Ja, hier ist wieder die Hängebrücke. Lustig, lustig. Da habe ich mich doch extra in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Ja, siehst du, jetzt bin ich hier wieder. Da sind wir vorhin runter. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Mal gucken, wo es uns hinführt. Glaube ich. Jetzt der Richtung weiter oben. Oh, ist das zu sehen? Nee. Katschi. Ja, bitte? Mir ist langweilig. Erzähl uns was über Shinra. Hast doch bestimmt geheime Infos. Geheime Infos habe ich nicht, aber mit Gerüchten kann ich dienen. Zum Beispiel? Momentan tratschen die Mitarbeiter vor allem über den Direktor. Zum Beispiel darüber, wer seinen schönen weißen Anzug designt hat. Tja, langweilig!
sein Anzugdesign war langweilig. Sus. Ich laufe schon wieder in die richtige Richtung, ne? Aber da drüben soll auch ein Funkturm sein. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Ich sage, alle Wege führen nach Ziel. So riesig kommt mir die Map im Nachhinein gar nicht vor, wenn ich jetzt das zweite Mal hier durchlaufe. Beim ersten Mal dachte ich, oh mein Gott, ich verlaufe mich. Aber jetzt schon. Und dann auf der Flussinsel. So. Da geht's hoch. Ich finde die Übersicht auch echt gut. Also man kann mittels der Map halt gucken, was noch alles zu tun gibt. Funkturm 1 auf der Flussinsel abgeschlossen. Unsere ersten 10 Punkte für das Gebiet. Klar. Um den Funkturm von Gongaga herum gibt es einige Gebiete, die anscheinend durch irgendetwas abgeschirmt werden. Mir fällt nur ein Konzern ein, der die Technologie der Republik auf diese Weise umgehen kann. Shinra. Richtig. Wahrscheinlich konnte ich deshalb bislang rund um Gongaga noch keine Protosubstanz orten. Wir sollten dieses Gebiet auf jeden Fall genauer untersuchen. Ich schicke dir die Koordinaten der besagten Areale. Wer weiß, was uns erwartet. Also gib gut acht. Jo. Wird uns ja hier sehr schön präsentiert mit den Fällen. Hier kann man hoch. Ehrlich gesagt sind mir diese Felsvorsprünge lieber als die ollen Klettermaxeln da, diese gelben Angelteile. Dann lieber hier grüne Vorsprünge hüpfeln. Sehe ich einen Schleim oder irgendwie sowas? Ah, nee, das ist kein Schleim. Das ist schon so ein
Esper-Kristall für diesen, ich glaube, Stier oder was das ist. Okay. Muss ich lang? Da. Okay. In den Schreien Gongagas ruht das Wissen über die Esper-Kujata. Seit jeher gilt er in den regionalen Legenden als Schutzpatron des Waldes. Nach der Reaktorexplosion verbreiteten sich Gerüchte. Die Leute munkelten, dass sie auf den Zorn von Kujata zurückzuführen sei. Erstmal mit hier kurz ein. Das ist vielleicht sogar ein alternativer Weg woanders hin? Wahrscheinlich. Gucken wir gleich. Erstmal hier Kujata. Kristall. Symphonie. Hallo, wir sehen. Dreieck, Viereck, X. Dreieck, Viereck, X. Okay. X. Die Schlüssel. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Wenn du sie denn hast. Die wir noch nicht haben. Aber holen wir uns noch. Alle Esper, die mehr wie einen Stern haben, sowie halt unsere aktuellen Shiva und Ifrit, die sind halt Lobobs. Kanonenfutter, wie auch immer. Mögen vielleicht bei ein oder anderen Gegner ganz hilfreich sein, aber wir nutzen ja eher in Bosskämpfen nur die Espor. So, wo sind wir jetzt? Gut. So. Ah, alte Baumrinde, schön. Oh, guckt euch das an, hier schön dicke Bäume. Sowas findet man bei uns in der Welt eigentlich gar nicht mehr. Hier noch so ein fetter Baum. Also der da. Guck mal, da würde Cloud drin schlafen können, wenn man den aushöhlt. So. Einsammeln. Oregano? Was? Hab ich Oregano voll? Synthese? Blablabla. Guck mal hier. Gnade des Planeten. Supertrank. Ah, guck mal hier. Wir können Megatrank machen. Machen wir einmal. Dann haben wir direkt noch einen Punkt. Zwei, drei, vier. Wir haben wieder ein bisschen Puffer. Hier haben wir nicht genug Materialien. Okay, warte mal. Will ich mal kurz gucken? Kampfeinstellung. Heizit nehme ich mal raus und Juffie rein. Mal ein bisschen gucken, das war ja, ich denke, ich fliege hier mal lang, das ist doch richtig, oder? Also richtig im Sinne von Erkundung und so, ne? Sieht das gut aus. Vorne sehe ich
die ersten Urwaldbewohner. Kinderspiel. Lass mich mal. So, ich will natürlich wieder. Ich glaube, ich habe analysieren nicht. Scheiße. Ich muss gleich mal wieder Analyse reinnehmen. Brauch mal kurz eine Pause. Gibt's eine Lehrstunde? Hast du Analyse drin? Nee, hast du auch nicht. Du hast halt den Himmel. So, einmal Cloud bitte. Materia. Das ist Meister der Gegenstände. Autowaffenfähigkeit, Glücksboost, Blutfrost, Heilen, Luft. Luft würde ich mal rausnehmen für Analyse, habe ich gesagt, ne? Ach, guck mal hier. Kate Sith hatte. Hat Yuffie. Tja, echt jetzt? Ja, immer Frost, wenn du nicht schon hast. Vielleicht dafür. Heilen, geschwächte Abwehr. Und. Warte mal hier. Haben wir noch irgendwas? Wie bitte? Luft? Ah, hier. Jetzt sind wir Luft rein. Eine Tüte Luft für Yuffie! Ja. Jetzt hier noch, damit ihre Stats steigen. Ich hab ja gesagt, wir kriegen ja noch mehr. So. Und Cloud habe ich jetzt Analyse reingedonnert. Sehr gut. Obwohl, warte mal. War das nochmal? Das macht Stärke und PP. Haben wir da nicht die Analyse? Was ist das? Jetzt während des Kampfes vollständig vom Zustand Gift. Irgendwo hatte ich da aber Analyse Dingsbumse. War irgendwas mit Gelb. Hier. Ohrring der Analyse. Rinjauen! So. Aussichtsplattform entdeckt. Zwei Schätze. Dann gehen wir mal hoch, gucken. Dann gibt's da bestimmt wieder Mori-Medaille. Sehr schön. Gibt das hier noch dazu? Ja, gehört noch dazu. Hier ist Kiste Nummer 1. Mit 3 Ether. Manometer, 3 Ether. Und hier oben ist Kiste Nummer 2. Wie unoffensichtlich. So, und... Da sind wir wieder unten angekommen. Auch mal eben so schnell mitgenommen. In welche Richtung gucken wir? Okay. Eigentlich auf der anderen Ufer sind. Ist das wichtig? Passt. Ich hab's da auf diese Dings abgesehen, aber ich sehe gerade. Sag mal, Catchy. Du verrätst doch Shinra die ganze Zeit, wo wir sind, oder? Ich hab dich durchschaut! Siehst du? Ins Schwarze! Nein, du irrst dich! Ich bin unschuldig! Es klopft selig, du Shinra-Knecht! Shinra-Knecht! Wenn man hier ein winziges Abwehrgerät oder so klicken würde. So was hat Shinra gar nicht! Der gute Direktor war schon immer der Meinung, dass Größe einfach besser ist!
Hört euch nur diesen Schoßhund und seine Geschichten über Papa Shinra an. Schoßkatze bitte. Sicher auch eine große. So, hier. Sehr schön, Geberchen. Sehr, sehr gut. Hier die ganzen Materialien. Und dann synchronisieren wir uns mit dem Kram hier. Sehr schön. Nummer 2! War das der zweite? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, wir haben ein Foto. Und eine Quelle. Da war es so. Ich hab das schon vergessen. So, kommt mal rein. Kurz die Map aufrufen. Ein Funkturm, ein. Ach so, ein Kristall und eine Quelle. Nicht zwei Quellen. Das bringt ja auch nochmal ein Pünktchen. So, warte mal, welche Richtung? Also, was mich wundert, dass hier hinten die ganzen Funktürme sind. Und in dem Gebiet hier so gar nichts angezeigt wird. Ich will da hin, ich will da gucken. Damals einmal. Häusle! Ah ja, warte mal, was? Ich glaube... Nanu, hier wohnt jemand? An einem Ort wie diesem? Irgendwie romantisch. Das war irgendwie so ein Waffen-Typi, der Waffen... Einfach und bescheiden. Ja, warum eigentlich nicht? Ich hab's. Aufs Land Aktionswochen. Den Foto raus aus der Komfortzone. Genieße den Luxus des Elementars. Vielleicht war der Entwurf fehlerhaft. Wie diesen könnte sich das als gute Geschäftsidee entpuppen. Das braucht noch viel Arbeit. So. Hier liegt aber viel rum. Raum von der perfekten Waffe Auftraggeber gefunden. Was wollt ihr denn? Bin gerade beschäftigt. Dein Arm? Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Ein Mehrzweckadapter als Verbindungsstück. Dann ist die Waffe also austauschbar. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Naja, manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Oder doch? Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Warte mal kurz. Fertig. Oh, Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Iso lautet mein Name. Ich arbeite schon lange an der ultimativen Waffe. Bislang aber leider erfolglos. Doch mit deiner Hilfe sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Hört mal. Könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Ja, kann man machen. Ich stamme eigentlich aus Junon, aber dort haben sie diverse lästige Vorschriften. Und auf der Suche nach einem Ort, wo man nach Lust und Laune Waffen schmieden kann, hat es mich hierher verschlagen. Die abgelegene Lage macht die Materialbeschaffung nicht gerade einfach.
Aber die Werkstatt kann sich sehen lassen, oder nicht? Die Arbeit sieht grobschlächtig aus, aber sie ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Der Konstrukteur war vermutlich Experte in einem ganz anderen Fachbereich. Ja, Medizin. Nicht die Ideen eines Waffenschmieds. Mein ganzes Leben arbeite ich schon an ihr. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ich kann nicht einmal sagen, welche Art Waffe es werden soll. Okay, wenn es nur um die Beschaffung von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Okay. Ich meine, du hast ja hier eh ziemlich viel rumzulegen. Da bediene ich mich gerne mal ein bisschen. Dass der sich so in meinen Arm verguckt hat. Die meisten Leute tun so, als sehen sie ihn nicht mal. Komischer Kauz. In der Tat. Und ich bin auch zahmer geworden. Früher hätte ich den einfach angeschnauzt, ihr meine verpasst und fertig. Wieso früher? Na, weil alles, was vorbei ist, zu früher zählt. Wobei. Ah, hier, die Liste. Nee, die Liste ist überlegen. Ah ja. Nach Drachenerz. Das ist sicher die Karte, von der Iso gesprochen hat. Na gut, dann lass uns das Zeug mal besorgen. Jawohl, Meister, Chef, Obermotz. Wo ist es? Warte, hier war das mit dem Hund. So, okay. Jetzt habe ich aber gerade wieder den Faden verloren. Da. Denn. Hier wie so. Und dann. An der Wand hoch.
Ja, ich bin noch hier. Du kannst die Mist nicht abbauen. Ja, ich weiß, dass hier ist. Oh. Ich bin gerade etwas irritiert. Oder muss ich Barrett im Team haben? Warte mal. Kann natürlich sein, dass ich Barrett im Team haben muss. Nö. Passiert nichts. Aber ich bin hier richtig. Ich weiß genau, dass das dieses blaue Zeug ist. Begib dich mit Hilfe der Karte zu den markierten Ort. Denn ja, bin ich doch. Sack oder was? Beim letzten Mal konnte ich hier das Zeug auch einsammeln. Vielleicht hätte ich mich gerade genau an den Weg halten müssen. Ich bin noch an den Weg gelatscht. Es sollte hier ganz in der Nähe sein. Achso, jetzt. Dann muss ich erst den erledigen? Kein Problem. Oder die? So, warte. Extra Magazin. Die sind windanfällig. Ah. Das willst du mir? Nimm das! Jetzt ist Schluss! So, oh, warte mal, Syko! Limit! Ja, mal raus damit! Extra Magazin. Und maximale Wut. Oh, Yuki hat Limit, da hauen wir doch raus. Oh, und Cloud hat auch Limit, hauen wir auch raus. Das tut weh. So, Stufe gestiegen, ja, Wollingen. Aerith ist jetzt hier. Das läuft ja mal wieder wie am Schnürchen. Hab der Blechtrommel schon einiges abverlangt, aber im Stich gelassen hat sie mich noch nie. Danke, Kumpel, was wäre ich nur ohne dich? So, können wir jetzt ernten. Jetzt können wir ernten. Wir sollten auch den Rest besorgen. Ja, ja. Bin ja schon dran.
2 von 8. Sechs. Sieben. Acht. Oh, das ging ja fix. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Dann lass uns mal zu Iso zurück. Ob zu Iso. Es gibt eine neue Waffe für Barrett. Jo, Iso, wir haben alles. Oh, habt ihr schon alles zusammen? Hm. Ja, das wäre alles. Danke euch. Wenn ihr noch etwas Zeit habt, dann wartet ihr bitte kurz. Dir ist schon klar, dass du was ziemlich Gefährliches herstellst, oder? Scheint dem Spaß aber keinen Abbruch zu tun. Natürlich macht das Spaß. Es gibt nichts Besseres. Und das Schönste, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Das gilt auch für Waffen. Genauer gesagt gilt das gerade für Waffen. Sehr gut. Das ist zweifelsohne mein Meisterstück. Und du wirst es verwenden. Gerne, aber ich werde das Teil hart annehmen, okay? Sicher, wie es dir beliebt. Wie gesagt, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Ebenso der Wert seines Schöpfers. Wie und wofür meine Kreationen benutzt werden, bestimmt, was die Leute von mir halten. Vor allem aber, was ich selbst von mir halte. Tja, du setzt mich aber ganz schön unter Druck. Dabei kennen wir uns kaum. Dieser Adapter an deinem Arm. Wer auch immer den angefertigt hat. Er hat dabei ganz offensichtlich gründlich an deine Zukunft gedacht. Im Moment wirst du nur Waffen daran befestigen wollen. Aber wie sieht es in einem halben Jahr aus? Oder in 3 Jahren? Denk mal darüber nach. Ich sollte versuchen, dem Konstrukteur dieses Adapters nachzueifern. Wenn du willst, kann ich deinen Arm auch in einen riesigen Schneebesen verwandeln. Damit gelingt ein Kuchen für 100 Leute im Nu. Hm. Na, ob ich das gebacken bekomme? Gebacken? Das verlange ich als Preis für mein Meisterstück. Bring mir irgendwann einen Kuchen. Bis dahin, stirb mir ja nicht weg. Hast du es gehört, Barrett? Nicht sterben! Seltsamer Typ. Ein bisschen wie du. Ja. Ich mag den Kerl. Sehr schön. Verwundert zu Barrett hat sich vertieft. So.
Ausrüstung, Barry. Dann kriegt er jetzt... Ach ja, ich hab ihn ja noch... Ich müsste ihm mal sein... hier geben. Abzeichen mit erhabenen Wappen, das Seele anlöst. Erhöht den Kampfwirkung von Heimungen. Der Ring hat erlitten Schaden, wenn der Charakter nicht gestört hat. ATB-Verbrauch für Waffenfähigkeiten, geringwillig, bla. Kampfautomaten, nee. Vitalität, Willenskraft, jeweils 30 und schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod und dem Zustand Gemach. Das Ding hätte ich gebraucht, als ich gegen den fucking Dings gekämpft habe. Im letzten Part. Kriegt er jetzt. So, was hat er drin? Heilen, Blut und Gewitter. Dann fehlt ihm wahrscheinlich noch Frost. Frost. Habe ich irgendwo noch Frost? Nee, habe ich nicht. Toxin, Barriere. Schwächte Abwehr. Amplifikation, Widerstand, TP plus bla bla bla. Automagie. Analyse, Gebet, stehen. Morphen. Ich weiß nicht, mit Morphen kann ich noch gar nichts anfangen. Hat irgendwie noch nie funktioniert. Ich könnte ja hier mal den TP-Boost noch reinhallern. Hat er zwar schon einen drin, aber zum einen hat er dann mehr TP noch und zum anderen kann ich die auch noch leveln. So, dann was nehmen wir hier rein? Physische Attacke plus 20 klingt Bombe. Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Limitschaden plus 10%. Ja, ich würde mal... Ist eigentlich egal, weil... Ja. So. Waffen hier. Dann kann ich dem euer Barrett wieder an euer Attacke rein lernen. Welche wäre das überhaupt? Approximationsschuss. Ach, das ist so ein Laser, ne? Ja, oder? Nee, das ist so ein ich hau dir in die Fresse Teil. Alles klar. Sehr gut. Haben wir schon mal was. So. Oh, was haben wir hier? Haben wir gar nicht gesehen. Jagd. Komm ich da? Das nehmen wir noch mit. Da gehen wir am Strand lang und dann müssten wir da hinkommen. Gegner, vermöbeln wir damit links. So, bitte. Ist glaube ich hier unten noch, ne? Sieht so aus. Ne? Barrett kann ich mir sofort sterben. Frosche. Das sind Frosche. Ja, ich hab halt diese neue. Wissen? Da. Na toll, ist ein fetter Porsche.
glaub, mir fallen die Augen zu. Echt jetzt? Mir fallen die Augen zu? Alter, fällt dir nichts Besseres ein? Jetzt die schnelle Erstrunde. Ich hab dich nicht verstanden, ne? Ist doch nicht wahr, jetzt ist er schon wieder ein... Ja, außer dass wir den Frosch verwandeln, das kriegen wir später hin. Und macht das Sinn. Hauptsache abgehakt. So, kann ich von hier? Ja, kann ich mich importen, gut. Puh. Dann geht's weiter Richtung. Richtung da und dann da. Hallöchen! Hallöchen! So. Der Ball haut ordentlich rein, ne? Da geht noch was. Vergesst unten bleiben. Yes, Feierabend. Ja, Feierabend, richtig. Du sagst es, Barrett. Ich könnte natürlich jetzt auch hier ein Geräusch. Bin mal so frei. Oh, hier haben wir ein Gemüsebeet. Hey. Seht zu, dass ihr weiterkommt. Sonst werde ich euch Beine machen. Boah, du bist ja nett. Okay, also hier gibt es ein Gemüsebeet, aber nichts an Quest. Oder? Oh hey, hier können wir später auch importen. Bin ich hier richtig? Hier sind wir noch richtig. Ah ja, das sind so eine Chocobo-Pilze. Clown, wusstest du, dass Waldchocobos Pilze als Sprungbrett nutzen? Ja, weiß ich. Ich habe ja schon mal gespielt. So weit war ich schon. Na also, jetzt ist es bis Gongaga nicht mehr weit. Dann nichts Gongaga, mehr hin. Gongaga, Gongaga. Ich hoffe, du magst Pilze, Pfanne. Ja, jetzt fand ich die gut. Oh, seht mal, Gonga-Pilze und gleich so viele auf einmal. In Midgar kosten die ein kleines Vermögen, aber hier wachsen sie überall. Verstehe. Hm. Was habt ihr hier zu suchen?
Aber du... Was ist? Vergiss es. Hab dich mit jemandem verwechselt. Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Wie Mitglieder des Forschungstrupps seht ihr nicht aus. Wir wollen den Reaktor sehen. Besichtigen, meine ich. Psst. Verstehe. Dann willkommen in Gongaga. Ich bin Sisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber wir bewachen das Dorf. Zurück auf eure Posten. Ma'am! Ma'am! Von dem Hügel aus könnt ihr den Reaktor gut sehen. Da ist auch die Gedenkstätte. Besten Dank! Hier lang. Oh, wir müssen erstmal der Dame folgen. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Die Natur ringsum schützt uns. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Also, verirrt würde ich nicht sagen. Wir haben schon hierher gesucht. Alle Wege führen hier hin. Oh, schöne Blumen. Juffi, tut mal so. Vielen Dank. Was ist das? Vor 3 Jahren ist der Reaktor hier explodiert. Nee, im Ernst? Die Anlage war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Genau. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Ja, Aaron. Ich weiß ganz genau, warum dich das Dorf hier so interessiert. Eine Pause würde dir auch gut tun. Ah. Blut der Königin gegen an Gongaba hinzugekommen. Sehr schön. Ich will euch heute etwas über die Geschichte unseres Dorfes erzählen. Und zwar über ein trauriges Ereignis, das immer noch seine Schatten über uns wirft. Ihr kennt ja unseren Mako-Reaktor. Ja! Ja, red doch weiter! Ihr kennt ja unseren Mako-Reaktor. In der Richtung hielten wir aus Gongaga uns von ihm fern und überließen alles den Leuten von Shinra. Doch vor 3 Jahren explodierte genau dieser Reaktor ganz plötzlich. Trümmer zerstörten unsere Häuser und Mako-Dämpfe zogen durch das Dorf. Die Ernte verdorrte und die Menschen wurden krank. Der Schaden war enorm. Nur daran zu denken, schmerzt mich immer noch. Nichts wie ungut, aber die sind alle älter wie 3. Die müssten das ja miterlebt haben. Zum Gedenken an die Opfer. Oh, können wir da mit unseren Leuten quatschen? Pilze zu erkennen ist eine Kunst.
Nimm zum Beispiel die Giftpilze, die dem Gonga-Pilz exakt gleichen. Ich und meine Nase können sie aussortieren. Aber du? Gelingt dir das auch? Erkennst du, welcher davon ein Gonga-Pilz ist? Also ich würde sagen, der? Der rechte. Richtig. Die echten sind leicht an ihrem Geruch zu erkennen. Cool. Wir können ja mal mir gehen. Ist blöd, ich habe jetzt keine Gruppe. Irgendwelche Blut der Königin. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Pilaf? Was ist denn das bitte? Du kennst das nicht? Das ist Reis, der mit Brühe aufgekocht wird. Am besten probierst du das mal selbst. Ich bin mir sicher, dass es dir schmecken wird. Okay. So, gucken wir mal. Hühner, liebe Hühner. Hey, hey, jetzt erschreckt doch den Armen nicht so. Sei bitte nicht böse. Die wollen nur spielen. Ich bin der Farmer Saji. Meine Hüfte will nicht mehr so, wie ich es will. Deswegen ruhe ich mich gerade etwas aus. Ja, richtig. Würdest du ein Ründchen Blut der Königin mit mir spielen? Sich die Sonne so ins Gesicht scheinen zu lassen, ist herrlich. Aber es macht auch total müde, weißt du? Okay, von ihm kriege ich ein Moorboy. Holly. Okay. Klar, dass der das macht. Okay, warte. Und da um? Bestimmt. Nicht? Okay. So.
Ist ja klar, dass er das macht. Shit, das ist unentschieden. Nein. Hätte gewinnen können. So, fangen wir mit den Karten an. Das bringt nichts. Ist nicht wahr. Er hat einen Punkt mehr. Verdammt. Okay. Machen wir das Deck. Das ist ja mein Karten-Eliminierungs-Deck mit dem Midgard-Song. So, machen wir die und die.
11. Das reicht. Alles um. Jetzt kann ich wieder nichts tun. Eine Überschreibungskarte habe ich glaube ich auch nicht. Ich kann nichts tun. Er hat mehr. Schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Okay. Wir kriegen das hin. Die weg. Nee, ist Kacke. Ist Kacke! Weg. Gib mir ein paar gute Karten, Mann! Sehr gut. Wir gewinnen. Diesmal gewinnen wir. Okay? Wir gewinnen das Ding jetzt. Okay, warte. Macht er. Okay, aber wir sind... Nee. Ist auch kaputt. Ich brauche... Ja, wir gewinnen das Ding. Oh, mach mich stärker.
Ouchi. Die Karte ist ja mal bad. Aber wir können immer noch gewinnen, weil wir haben 26. Geht zu schlagen. Der hat nur 3 unten. Also er müsste jetzt schon echt irgendwas aus der Hosentasche zaubern. Das bringt nichts. Das ist ein Punkt, da kannst du nichts mit reißen. Mit einem Einer kannst du mir auch nicht meine 20 schlagen. Ja, wir haben gewonnen. Also ich sag ja, dieser Midgard-Song, der ist echt bei einem Deck mit Vernichtungskarten nicht zu schlagen. Und Mobol der Große, wenn wir den einsetzen und sozusagen vor uns die Reihe killen, gibt das ja direkt 3 Punkte für wenn er auf dem Feld ist. Also sag mal, du bist wirklich, wirklich stark. Mit deinen flinken Fingern bist du viel zu schnell für einen alten Mann. So. Ja, aber ich habe ein paar Anläufe also gebraucht, ne? Karten. Das Glück der Karten hatte ich auch nicht gerade. Ich lebe so in den Tag als Verlierer darstellen lassen, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Ihr jungen Leute habt keine Zeit zum Verschnaufen. Immer seid ihr in Eile. Aber nur so könnt ihr groß und stark werden. Ihr habt noch genug Zeit, euch auszuruhen. Wenn ihr so alt seid wie ich und euer Rücken das nicht mehr mitmacht. Solange man jung ist, sollte man hart arbeiten. Falls du ein Päuschen brauchst und Lust auf ein gemütliches Ründchen hast, kannst du mich hier gerne aufsuchen. Oh, jetzt lass mich weg, du langsam sprechen ab. Pim. So. Hier gibt's wieder Musikstück abzugriffeln. Notenblatt Chinko Chocobo. Okay. Ihr wisst ja, C, höher schaffe ich nicht. Und das ist das Schlechteste. Aber es gibt zum Glück kein Versagen. Aber guckt mal, 3 Sterne. Wo Barretts Thema aber auch... Okay. Versuch was. Shit, die Band an. Wir sind schlecht, 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 schlecht. Sau schlecht.
3850. Verspielt nur 32 Mal. gute Töne getroffen, 47. Fantastische Töne, 34. Ich bin erstaunt. Aber ist trotzdem 0C geworden. Ich bin nicht so. Ich kann das echt nicht. Aber ich versuch's trotzdem immer mal wieder. Ein C ist immer noch besser als gar nicht gespielt. So. Aber ist halt schade, weil ich hoffe, dass wir da nicht irgendwelche Bücher verpassen. Das wäre kacke, weil es ist wirklich kein Spiel, mit dem ich zurechtkomme. Also, wenn es hieße hier, ja, mindestens versuchen oder so, dann kriegst du ein Buch. Aber wie gesagt, ich bin da null talentiert für. Es gibt Leute, die haben da echt Spaß dran, aber ich gehöre da nicht dazu. Vielleicht, wenn man das Tempo hochschraubt, dass man dann schneller die guten Dinger kriegt, aber ich sehe das nicht. Hier scheint der Kampfplatz zu sein. Mach die Muskeln locker. Aha. Guck mal hier, Chocobo. Das ist ein Wald, Chocobo. Chocobo. So, hier kriegen wir die Schatzsucher-Equipment. Abenteuer oder so. Bis bald! Hallo, na, auch Chocobo-Fan? Was sowas von. Können wir eigentlich... Nee, können wir nicht. Ich habe gehofft, dass man hier auch so eine Dingsbums kriegen kann. Ah, das hätte ich ungehört. Chocobos sind unsere Freunde. So, mal gucken. Hier haben wir noch einen Kartenspieler, Oscar. Also wir waren hier, das ist der langsam sprechende Typ. Oh, Rico ist auch wieder da. Also wir werden mal zu... Wo sind wir eigentlich? Da. Okay, jetzt der Chocobo-Stein. Dann müssen wir hier zurück. Zu dem anderen Spieler. Ist der wahrscheinlich im Haus, oder? Damit ist die Fiebe. Herzlich willkommen. Was darf's denn heute sein? Ich glaube, nee, um Punkte reichen nicht. Du weißt ja, wo du uns findest. Und jetzt gucken wir uns dann hier um. Muss ja irgendwo dann der andere Typ sein. Hier oben. Warte, nochmal gucken. Ja. Da. Was hast du, Oscar? Oscar! Etwa Lust auf eine Partie? Oh, hallo. Du siehst aus, als würdest du Blut der Königin spielen. So ein Glück, was, Oscar? Wir haben jemanden gefunden. Das hier ist Oscar Sausewind, ein Chocobo im Dienst der Bürgerwehr. Er ist ein riesiger Fan von Blut der Königin und wird ganz mürrisch, wenn er nicht einmal pro Tag spielt. Wärst du vielleicht so gut, eine Partie mit ihm zu spielen? Ja, super, logisch. Versuche ich es erstmal mit meinem Vernichtungsdeck. Die kann weg. Und die kann weg. Und die kann auch erstmal weg. Jo, um.
So, was kriege ich mit dem hier zurecht? Ich weiß, dass du das machst. Ich hab noch nicht gehört, was ich hab will. Zumindest wird mein Dingsbums gepusht. Das blödigste nur. Ich brauche eines. Das bringt mir nichts, da wird mir die Leute gleich wieder wegnehmen. Also was ist sinnvoller? So, die würde jetzt auf jeden Fall klauen. Ja, das wusste ich, dass er das durchzieht. Und ich bin jetzt gearscht. Neustart, danke. Die weg. Okay. Dann liegt's jetzt. Sehr gut. Wie wird er jetzt umhauen? Nee, macht er nicht. Junge, du bist ja mega großzügig. Jetzt wandelt er aber die zwei um. Oder nur eine. Gut. Okay. Ah ja, dann nicht das gut. Also ich drück mal auf Abwarten, weil ich bin noch nicht hoffen, dass ich meine Dreierkarte kriege. Ach du Scheiße. Da ist sie. So. Damit, wenn er jetzt noch Karten zerstört, dann krieg ich Knus 12. Oh, wei. Er hat 13, er hat 16. Ich hab schon verloren. Was für ein schlauer Vogel. Obwohl, ich glaube, ich hätte doch auf dem Zerstörerdeck bleiben müssen. Weil er auch viele Karten zerstört. Dann starte ich mal mit dem.
Nö, wenn die jetzt unmöglich klappt. Okay, er wandelt sie nicht um. Nee. Geht auch nicht. Wie geht Opus nach hinten? Der hat sie zerstört. 14. Nee, er ist stärker. Scheiße. Das ist kacke. Ja, nee, ist nicht gut. Also muss ich doch wieder mit dem Deck probieren. Ich krieg nicht die Karte, die ich brauche. Die ist okay. Und diese Midgard-Zorn kriege natürlich nicht. Muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Mein Midgard-Zorn. Nicht mal so. Ah, das ist gut. Wir brauchen zwei Chancen.
Also ich könnte die... Ja, die lege ich. Ich soll die nehmen zum Verstehen. Dann hab ich glaube gewonnen. Ja. Also. Die Reform. Ja, ich spiele gegen einen Chocobo und krieg eine Vogelkarte. Ist ja irgendwie sinnig. Erstmal daran gewöhnen. Jedenfalls danke für die Partie. Wenn Oscar seine tägliche Dosis BDK nicht bekommt, ist er zum Dienst nämlich nicht zu gebrauchen. Weißt du, Oscar wird demnächst im Fernsehen antreten. Und zwar gegen einen Hund, der auch BDK spielt. Das ist ja, gegen den haben wir auch schon gewonnen. Wir erinnern uns in Coral? Da in der Heimat von Barrett? Sicher grandios. Der Schäferhund? Ich habe vergessen, wie er hieß. Ist er Oscar? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war, glaube ich, Oscar, aber ich will mich nicht drauf festlegen. Ich habe es nicht so mit Merken von Namen. So. Gab es denn jetzt hier noch andere BDK? Einfach nicht. Dann gehen wir jetzt zu dem Fotografen. Rico? Was ist hier richtig? Ja, Rico ist dort. Halt sie mal vorbei. Nee. Das ist also der berühmte Gonga-Pilz. Wildwack. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Komm, machen wir ein Foto. Klar. Echt jetzt, Cloud? Ein Restaurant hat mich gebeten, ein paar Fotos für ihre neue Speisekarte zu schießen. Sie möchten nämlich gerne einige gut in Szene gesetzte Gonga-Pilze drauf haben. Aber natürlich möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, die einzigartige Landschaft hier abzulichten. Vielleicht kannst du mir ja eine gute Stelle empfehlen. Durchaus, durchaus. Wird gemacht und hier haben wir die Questtafel, die uns aber, glaube ich, gerade nichts zu bieten hat, weil wir die Quest schon erledigt haben, die hier geht. Oh, guck mal hier. Wenn das alles vorbei ist, hätte ich nichts dagegen, hierher zu ziehen und auf dem Land zu leben. Eine schöne Abwechslung. Marlene und ich könnten zusammen die Felder bestellen. Was wir wohl anbauen würden. Schwarze Million, rote Schilde, Kürbisse, Gonga-Pilze. Na, Pilze. Weil dir der Kater gesagt hat, dass das dein Glücksessen ist? Seit wann bist du denn abergläubisch? Wobei, so eine Gonga-Pilzfarm wäre bestimmt ziemlich lukrativ. Ja, importieren nach Midgar und dann... So. Bei uns gibt's gutes Gemüse. Probier hatten wir von nicht. La 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 langweilig. Tu 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 tu. La 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 langweilig. Na, krieg ich eine Zugabe? Sieh an! Also normalerweise würde ich ja jetzt mindestens eine Materia dafür verlangen, aber weil du's bist, dann spitz mal die Ohren! La la la, la 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 langweilig. Tu tu tu, tu tu, tu tut sich nichts. Ba ba ba, ba 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 taub.
Also, Yuffie Barrett. Hier hinten war irgendwo tiefer. Geht eigentlich noch Barrett. Hier drüben waren wir noch nicht. Dann gehen wir da mal hin. So, auf der anderen Seite und dann rechts. Von dir? Komm rein. Mhm. Oh. Diese Augen. Du bist ein Soldat, oder? Ja. Oh. Kennst du unseren Sohn? Zack. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Wie ist sein Name? Zack. Er heißt Zack Fair. Zack. Nein, tut mir leid. Oh. Scheiß Mäuren. Er ist eines Tages einfach abgehauen. Anfangs schrieb er uns noch ständig, aber dann... Als ich dich sah, dachte ich, du könntest das Mädchen sein, von dem er immer gesprochen hat. Ja, ist sie auch, ist sie auch! Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Zack hat in jedem Hafen ein Mädchen. Oh. Nein, so einer ist er nicht. Naja, solange er seinen Spaß hat. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch. Ganz richtig. Falls ihr unseren Sohn trefft, dann sagt ihm, dass er uns mal schreiben soll. Versprochen. Cloud, wir sollten zurück. Ihr wollt schon los? Ich kann uns einen Tee aufsetzen. Ich hab... Sie lange genug gestört. Ihr seid jederzeit willkommen. Komm. Ja. Hey. Oh, Aris. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab dir doch erzählt von Zack. Weißt du, am Wallmarkt meine erste Liebe. Ja. Er ist hier in Gongaga aufgewachsen, weißt du? Da war jemand, der ihm ähnelte. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen. Das glaube ich nicht. Sie haben sich sicher gefreut. Das hoffe ich auch. Ach, Gott sei Dank, das war die richtige Antwort. Diesen Zack, liebst du ihn noch? Bist du eifersüchtig? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt.
Ich glaube ja. Gäbe keinen Grund, es nicht zu tun. Und wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Nein! Hm? Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Halt die Klappe! Das sagt man nicht! Laut. Schließlich dein bester Kumpel. Sorry. Leg mich kurz hin. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen. Ja, aber bloß die Mäuren haben's ausgelöscht. Erstmal schlafen. So. Eine Runde Penny. Haben wir uns verdient. Wir haben ja auch wieder viel erreicht in diesem Ort. Wir sind bis nach Gongada vorgedrungen, haben uns hier alles angeguckt, haben ein bisschen BDK gespielt und eigentlich, warte mal, wie lange spiele ich schon? Ich würde sagen, im nächsten Part können wir noch ein bisschen mit, wie heißt er? Ich bin vergessen. Chatley, genau. Nächstes Mal können wir ein bisschen mit Chatley quatschen, ein bisschen paar Dings da machen, uns die Esper holen und dann legen wir uns hin und sehen weiter, was dann kommt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt, Final Fantasy Rebirth, 7 Rebirth. Bis dann, sag ich Tschüssi, auf Wiedersehen.